So, Leute, ja, ich muss dieses Video leider nachvertonen und ich wollte es jetzt auch nicht löschen. Erstmal brauche ich ein Video und dann, naja, es war eine relativ gute Runde. Deswegen, ja, wir spielen wieder mal Skywars und diesmal die erste Map ist Pines. Die finde ich relativ geil und da gewinne ich meistens. Und ja, mal sehen, wie es wird. Auch herzlichen Glückwunsch an Gomma HD für 3 Jahre. Ja, nicht schlecht, ne? Und ja, dann ja, Standard-Kit gewählt und wir sehen uns gleich wieder. 3, 2, 1. Und jetzt geht es auch schon los. Ich muss gleich mal gucken. Also ich hatte relativ gutes Zeug, war jetzt nicht so überragend. Aber so langsam finde ich mich damit ab. Also Standard-Kit ist gar nicht mal so schlecht, aber ich muss sagen, so mal eigentlich brauche ich schon mal gar nicht. So wie jetzt, ich lege das Schwert weg, die Spitzhacke brauche ich nicht mehr und ja, Rüstung angelegt. Mit den Enchantment Bottles, da muss ich mal in die nächsten Spiele, wenn ich die zocke, dass ich da was rausfinde. So, ja, da habe ich mir alles gegrabt. Ja, Enderperle ist immer gut. Ich finde, da kann man sich dann gut wegteleportieren, wenn irgendwie was passiert. Und schon sind nur noch 7 Spieler da. Okay. Einer schon weg. Und da hört man schon im Hintergrund. Da kommt jemand. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen gucke ich mal, wo der ist. Und? 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 Sagt er Hallo? Ja, hallo. Der Dia-Panzer. Und da hatte ich ihn einmal gehittet. Deswegen. Und dann hat er eine gute Strategie gemacht. Ja, da habe ich echt Schiss gekriegt, dass er runterkommt. Aber ich habe mal so probiert. Ja, ach ja. Pff. Was soll's? Dann explodiert das halt. Macht mir nichts. Der kommt runter. Nö, zuerst kommt das Wasser runter. Ihr werdet schon sehen, was der für ein Problem damit hat. Ja, der läuft da oben rum und denkt, ich hab Dia-Brustpanzer, Dia-Schwert. Nichts da. Du bist weg. Ja, da hat mir das Wasser geholfen. Und da musste ich selber dann erstmal das Wasser so abgrenzen, damit ich da selber nicht runterfließe. Und dann hatte ich da auch ein Problem, da hochzukommen. Aber sonst lief es ganz gut, finde ich. Und nur noch 5 Spieler verbleiben. Ja, da bin ich schwer hochgekommen. Da musste ich, weil ich hatte Angst, wenn ich da hochspringe, dass ich über den Block drüber wegspringe da vorne. Ja, da. Und dann habe ich mir da so Leitern gebaut und da bin ich dann hoch, glaube ich. Vielleicht. Ja, doch, da bin ich hoch, okay. Da waren es nur noch 4 Spiele. Irgendwas explodiert, frage mich nicht, was. Und da habe ich schon ein wenig Panik wieder bekommen. Aber mal gucken, wie es so die Übersicht bestellt hier. So. Ich habe da gleich erstmal sortiert und in der Zeit sind da noch ein paar Leute gestorben oder was, ne? Oder? Oder? Nee, ich bin gleich zuerst. Genau, okay, sind noch 3 Spieler. Ich bin rüber zum Nachbarn, habe mir da erstmal ein paar Dia-Schuhe gegrapscht. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch. Ich bin unten, glaube ich, nochmal reingegangen. Und in der Zeit. Ja, erstmal den Müll wegschmeißen, so viel steht fest. Da habe ich echt Angst gekriegt, der von gegenüber kommt rüber. Aber irgendwie, er wollte sich rüberbauen. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Ich glaube, die XP-Bottles sind das. Und dann hat er irgendwie Potions-Bottles rübergeschmissen und ist irgendwie runtergesprungen. Keine Ahnung, was der damit bewirken wollte. Auf jeden Fall, ja, waren es nur noch 2. Das heißt, ich und jemand anderes. Ich habe da jetzt mal unten in der Kiste geguckt. Der Helm bitte. Der Helm. Der Helm ist besser. Oder hatte ich den Helm behalten, weil er verzaubert war? Ich weiß es nicht mehr. Doch, doch, ich habe den geändert. Ja, ich habe mir da ganz gemütlich mal so. Ne? So. Mich sortiert. Und dann ging es wieder hoch. Und da kam schon der andere. Da wusste ich nicht so recht, soll ich die Enderperle nehmen oder nicht? Oder ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ja.
Ich hab's drauf ankommen lassen und... Naja, er war besser, aber was soll's. Das war die erste Runde und gleich kommt die zweite. So, kommen wir auch zur zweiten Runde schon. Das ist die Destruction Map. Auf der habe ich, glaube ich, einmal oder so gespielt. Und ja, also ja, so ein Dia ist nicht schlecht. Verzauberte Rüstung, nicht schlecht. Ich finde, ich bin relativ langsam in ja, Sachen auswählen. Ich hätte da viel mehr Zeit irgendwie in was anderes investieren können. Aber gut, die Schuhe genau. Erstmal Rüstung ran. Und der nebenan, der hat schon Dia-Rüstung, habe ich gerade gesehen. Habe ich so im Spiel nicht gesehen. Tja. Ja, und dann habe ich gemerkt, ach ja, da unten ist ja auch noch eine Kiste. Nichts wie hin. Nochmal zwei Dias, das sind schon drei. Kannst du mal ein bisschen schneller sortieren, wenn nicht schlecht so. Ja, Kiste auf, Kiste zu, Kiste auf, Kiste zu, ja, ja. So, XP-Bottles bitte kaputt machen. Dankeschön. So, erstmal den bisschen sortieren. Ich finde, man hat immer so viel Zeugs, was man gar nicht braucht. Okay, da ist einer gestorben. Da waren es nur noch drei Spieler. Von acht. Ich finde, ich schlag mich nicht schlecht. Manchmal finde ich so. Ja, ich weiß gar nicht, wie es die vorhin mal ausgegangen. Da waren es nur noch zwei Spieler. Das heißt, ich bin schon wieder der Zweitletzte. Da habe ich mir Dia-Schwert gemacht. Jo. Und, keine Ahnung, was der da drüben macht. Schnell mal die, XP-Bottles kaputt machen. Die ich sowieso nie einlösen werde. Ich muss das echt mal in den nächsten Runden versuchen oder so. Ich weiß nur nicht, ist immer ein Enchantment Table in der Mitte? Ich weiß es nicht. Ja, der war nicht schlecht ausgerüstet. Da habe ich mir gesagt, okay, vielleicht baust du doch zur anderen Seite rüber. Ich wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Der stand da in der Mitte rum und hat da rumgedödelt. Übrigens, komischer Username, Nippel so, ne? So. Und dann, ja, dann kam er so zum Rand und dann... Hast du gedacht, okay, der kommt jetzt sofort rüber. Und dann wusste ich... Und dann habe ich mir so gedacht, what the fuck? Wie hat er das gemacht? Der hat sich einfach teleportiert von hinten. Ja. Dann war es das, die Runde. Ich würde sagen, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Würde mich interessieren, wenn ihr mir erzählen würdet, was sie für ein Kit hatte. Und ja, dann... Bis zum nächsten Mal bei einer neuen PvP-Runde. Skywars und alles mögliche andere. Bis dann. Abonnieren wäre nicht schlecht. Kommentieren und liken. Dankeschön. Und bis dann. Ciao.